Was die Umgebungstemperatur angeht, da sind Schimmelpilze ja extrem widerstandsfähig. Auch bei minus 10 Grad Celsius kann Schimmel auf Lebensmitteln weiterwachsen, also auch im Kühlschrank. Tja, wie könnte man den hartnäckigen Pilzen dann sonst noch zu Leibe rücken? Das haben sich auch zwei Molekularbiologen aus Karlsruhe gefragt. Sie werden überrascht sein, wie einfach das ist. Schimmelpilze sind überall. Ein Schutz davor ist kaum möglich. Denn Schimmelpilze vermehren sich durch Sporen, die über die Luft verbreitet werden. Der Übeltäter befällt gerne kohlenhydrathaltige oder wasserreiche Lebensmittel. Auf der Oberfläche ist meist nur der blühende Schimmelrasen sichtbar. Im Inneren jedoch hat das unsichtbare Pilzgeflecht schon das gesamte Nahrungsmittel durchzogen. Der eklige weiß-grüne Pelz wächst rasend schnell und steckt die Nachbarn an. So landen kostbare Nahrungsmittel im Müll. Die meisten Schimmelpilze produzieren Gifte, die sogenannten Mykotoxine. Mykotoxine gehören zu den giftigsten natürlichen Substanzen überhaupt. Zum Beispiel das Aflatoxin von Aspergillus gehört zu den hochgiftigsten Substanzen. Es gibt auch immer wieder in Drittweltländern wie Afrika zum Beispiel akute Todesfälle und akut toxische Effekte. Hierzulande ist es eher ein Problem, dass tägliche geringe Aufnahmemengen zu chronischen Erkrankungen oder bis hin auch zu Nieren- und Leberkrebs führen können. Nach Schätzungen der Welternährungsorganisation ist etwa ein Viertel der weltweit produzierten Lebens- und Futtermittel mit Schimmelpilzgiften verseucht. Der Verbraucher kann sie durch Kochen oder Backen nicht zerstören, denn sie sind bis 300 Grad Celsius hitzestabil. Die Giftbildung in den Lebensmitteln ist für Transport und Lagerung ein Riesenproblem. Deshalb untersuchen Professor Rolf Geisen und Dr. Markus Schmidt-Heidt am Max-Rubner-Institut alle lebensmittelrelevanten Schimmelpilze. Im Rahmen eines europaweiten Forschungsprojektes wollen sie herausfinden, wie man die Pilze genetisch ausbremsen und so die Giftbildung stoppen kann. Sie müssen herausfinden, welche äußeren Faktoren die Mykotoxinsynthese ankurbeln und welche sie hemmen. Erster Schritt ist, die vorhandenen Schimmelpilze zu identifizieren. Bis zu 1000 verschiedene Arten sind bekannt. Mehr als 400 Mykotoxine sind für Mensch und Tier gesundheitsschädlich. Schimmelpilzgifte wie Aflatoxin oder T2-Toxin sind so gefährlich, dass sie sogar zu potenziellen Biowaffen zählen. Überraschend entdeckten die Forscher, dass auch Schimmelpilze eine innere Uhr haben. Denn der Tag-Nacht-Rhythmus beeinflusst die Toxinbildung der Pilzgattung Penicillium. Im Dauerdunkel ist die Giftproduktion hoch, dargestellt in der blauen Kurve. Licht dagegen hemmt sie erheblich, die rote Kurve. Deshalb entwickelten die Forscher eigens eine spezielle Lichtbox, um nun den Einfluss verschiedener Lichtfarben zu untersuchen. In der Box kultivieren sie die kleinen Giftproduzenten, hauptsächlich Penicillien, auf Lebensmitteln wie zum Beispiel Äpfeln, aber auch auf künstlichen Nährmedien. Die Schimmelpilze werden sichtbarem Licht unterschiedlicher Wellenlänge ausgesetzt. Dazu verwenden die Wissenschaftler energiesparende LED-Leuchten. Ansonsten sind die äußeren Bedingungen schimmelfördernd, gleichmäßig feucht und warm, so wie es Pilze eben mögen. Den stärksten Effekt hat interessanterweise Blaulicht. Unter Blaulicht wird kein Toxin mehr gebildet und das Schimmelwachstum ist sehr stark reduziert. Der Grund ist darin zu sehen, dass Schimmelpilze über Lichtrezeptoren verfügen, die das Blaulicht und das Rotlicht detektieren können. Und über die Detektion von diesen verschiedenen Wellenlängen werden bestimmte Gene runterreguliert im Pilz. Und zu diesen Genen gehören auch die Mykotoxin-Gene. Rechts im Bild ist eine blau bestrahlte Orange, links die Kontrollfrucht. Blaues Licht mit 450 Nanometern tötet ca. 80% der Pilzsporen ab und zerstört sogar das Gift Ochratoxin A. Leider funktioniert das Blaulicht nicht bei allen Schimmelpilzen. Einige Schimmelpilze haben sich sehr gut angepasst, zum Beispiel die Fusarien oder auch die Aspergillen, die auf dem Feld wachsen und Getreide infizieren können. Sie bilden Pigmente und können sich so gegen das Blaulicht schützen. Erwiesen ist, dass Blaulicht definitiv das Penicillienwachstum und die Toxinbildung unterdrückt. Rot hemmt, grün und erst recht gelb fördern sogar das Wachstum. Die Wissenschaftler sind überzeugt, dieser Ansatz ist alltagstauglich.
Denkbar wäre zum Beispiel der Einsatz von Blaulicht-LEDs in Transportfahrzeugen, Lagerräumen oder auch im Brotkasten und Kühlschränken beim Verbraucher zu Hause. Man könnte die LEDs in ein Frischefach einbauen und könnte so die Lebensmittel vom Verschimmeln schützen und die Frischhaltung noch fördern. Die Blaulichtschranke gegen Schimmelpilze zeigt große Wirkung bei geringem Aufwand. Eine verblüffend einfache und kostengünstige Lösung im Kampf gegen den schnellen Verderb von Lebens- und Futtermitteln. Als nächstes wollen die beiden Schimmeljäger versuchen, Schimmel von dunklen Weintrauben fernzuhalten, damit Aspergillus carbonarius im Rotweinanbau nicht mehr so viel Schaden anrichtet wie bisher.